Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu Cities Skylines. Und ich habe gerade die Aufnahme gestartet und mir fällt direkt ein, es wäre vielleicht ganz intelligent, den Mauszeiger für euch zu enablen. Einfach, damit ihr auch sehen könnt, was ich hier mache, habe ich jetzt vergessen, scheiß drauf. Wir gucken erstmal in die Optionen rein natürlich. Grafik, das will ich jetzt nicht ändern irgendwie hier, damit nicht die Aufnahme wieder abbricht. Aber das habe ich hier schon alles auf hochgestellt. Kann man das noch höher machen? Nein, das hier? Nein, 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 nein. Okay. Audio. Das wird mir manchmal echt noch ein bisschen zu laut. Deshalb werde ich jetzt die Musik ein bisschen runterstellen. Die Umgebung, Effekt und UI machen wir mal so. Was auch immer der Chirper ist, lassen wir einfach mal so. Gameplay, von mir aus können wir das so lassen. Sprache und so weiter und so fort, das klingt noch ganz gut. Hier sehen wir, dass Mods von Steam, vom Steam Workshop hier direkt in das Spiel integriert wurden. Finde ich super. Ich habe hier schon zwei Mods reingetan, ob die jetzt aktiviert sind oder nicht, ich habe keine Ahnung. So, ich werde jetzt mal das Spiel starten. Green Plains, River Run, Blackwoods, Islands. Das sieht ziemlich cool aus. Two Rivers, Sandy Beach, Diamond Coast und Lagoon Shore. Ah, hier sehen wir auch die Rohstoffe. Öl, Erz, Agrarwald. Ist überall jetzt nicht so super duper viel. Aber geeignetes Baugebiet unten rechts sehen wir, ändert sich auch. So würde ich fast sagen, das ist bei Islands wahrscheinlich recht wenig, aber ich finde Islands sieht einfach ziemlich cool aus. Ah, Autobahn, Verbindung Zug, Schiff, Zugschiff, Flugzeug und so weiter. Das scheint aber überall der Fall zu sein. Außer hier gibt es kein Schiff. Naja. Und ansonsten, Blackwoods, da scheint es recht viele Bäume zu geben. Ne, wir nehmen jetzt einfach mal Islands. Ja, bei Städtebausimulationen ist das irgendwie immer so, zum Beispiel, also, was mein Hintergrund mit Städtebausimulationen anbetrifft, die Siedler 6 habe ich sehr, sehr krass gesuchtet. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ach ja, übrigens, noch eine Sache für die Qualitätszeiten, danach rede ich auch über die Siedler 6 weiter. Ich nehme gerade mit dem MSI Afterburner auf, deshalb könnte es sein, dass alles ein bisschen schlechter aussieht als gewohnt. Weil sobald ich DX Story starte, startet das Spiel hier nicht mehr und stürzt einfach direkt ab. Also, tja. Lassen wir es damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude spawnen in abgegrenzten Gebieten, um im weiteren Wachstum ihrer Stadt werden... Was? Um im weiteren Wachstum ihrer Stadt... Was? Nochmal. Lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude spawnen in abgegrenzten Gebieten, um im weiteren Wachstum ihrer Stadt... Werden Sie neue städtische Dienstleistungen? Das ist ein komischer Satz. Klicken Sie für Hilfe auf die Fragezeichen-Schaltfläche. Diese zeigt Informationen über das aktuell geöffnete Menü und die Infoansicht an. Also wir sehen hier schon, hier lässt sich sehr schön reinzoomen. Wir sehen auch, die Bäume sehen sehr verpixelt aus. Ja, hier können wir so rumfliegen. Hui. Können wir auch irgendwie das Bild hier drehen? Das muss doch irgendwie gehen. Ach egal. Also wir müssen jetzt erstmal, ich schätze, wir müssen jetzt erstmal hier Straßen bauen. Bauen Sie Straßen zur Erweiterung Ihrer Stadt. Wählen Sie einen Straßentyp und ziehen Sie die Straße, nehmen Sie die linke Maus dann einfach. Okay. Ich habe jetzt gelesen, wenn wir hier einmal so eine zweispurige Straße hinbauen, die nach einfach direkt wieder abreißen. Wenn ich wüsste, wie das geht. Wie reißt man Gebäude ab? Hilfe! So reißt man Gebäude ab. Dass man dann direkt andere Straßentypen freischaltet. Jetzt werde ich mal kurz gucken, was ist das hier für ein Straßentyp. Ich schätze mal, das dürfte diese vierspurige Straße hier sein. Ich will immer mal kurz nachgucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Das sieht aber ganz danach aus, als wäre das tatsächlich der Fall. So, das ist irgendwie ein bisschen schief gerade. Das war jetzt eine andere. Nicht so schlimm. So, jetzt werde ich hier erstmal nachgucken. Läuft das parallel?
Ja, so halbwegs, ne? Ja, das würde ich ganz gerne beide gleich groß haben. Okay. So, von da aus können wir jetzt so kleine Sträßchen abgehen lassen. Ich würde sagen, wir machen erstmal. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir machen hier an den Fluss irgendwo nach hier oder sowas ein Industriegebiet und hier ein Wohngebiet hin. Was? Halten Sie die mittlere Maus so und bewegen Sie die Maus nach unten und oben? Was? Ah, okay. Ja, okay. Ah ja, das ist interessant. Also, ich werde es erstmal hier so nehmen. Und hier so das erste Wohngebiet bauen. Ja, machen wir mal irgendwie so hier weiter. So. Und von mir aus so. Ihr merkt hier schon, ich bin absolut kein Könner, was Städtebausimulationen anbetrifft, weil bis auf die Siedler habe ich auch noch keine gespielt. Okay. Also ihr müsst hier jetzt damit leben, dass ich absolut nubig sein werde. Gering besiedeltes Wohngebiet, gering besiedeltes Gewerbegebiet, Industriegebiet. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir machen erstmal so ein Wohngebiet nach hier so. Das soll alles Wohngebiet sein. Nee, 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 da darf auf keinen Fall Wohngebiet. Okay. So, hier haben wir jetzt so ein Wohngebiet. Wir nehmen jetzt mal so ein kleines Ding hier noch. Das soll. Ah nee, stopp. Das soll hier alles Wohngebiet sein. Hä, die Straße ist irgendwie schief. Egal, scheiß drauf, dann ist die Straße jetzt halt erstmal schief. Jetzt können wir irgendwann, können wir das später noch richten. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob das nicht ein bisschen blöd ist, dass unsere Straßen jetzt schief sind. Ich finde das gerade jetzt ein bisschen blöd. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal die Straßen hier abreißen. So in etwa. Weil die Straße, die scheint mir doch jetzt gerade. Ah, diese kleine Robbe nach. Die scheint doch jetzt recht gerade zu sein, oder? Ja. Okay, dann werden wir jetzt erstmal von der Straße aus so die auch weiterbauen. So. Ja, die Häuser müssen da jetzt wohl weg. Okay. Das heißt, wir können jetzt erstmal da noch weiter. Ja. Hier noch weiter so hier Gedönsel machen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt unser erstes Wohngebiet hier gemacht. Jetzt brauchen wir aber erstmal Wasser. Das ist ganz ganz wichtig, meine ich. Das heißt, wir werden jetzt erstmal noch eine Straße bauen müssen. Von hier aus. Machen wir das mal von hier aus so. Zum Wasser hin. Ja, okay. Da würde ich sagen, machen wir jetzt Wasser und Hilfe. So, wo lang fließt der Fluss? Kann man das hier irgendwo sehen? Ja, okay. Ja, wohin der Fluss fließt, das kann man jetzt gerade irgendwie nicht sehen. Fließt er überhaupt? Ja, muss er ja. Okay, wir werden jetzt erstmal. Wassertürme stellen solche Gebiete. Stellen solchen Gebieten eine Wasserquelle zur Verfügung in den kleinen Wasserpumpstationen. Okay, ah ja, jetzt sehen wir das. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal nach hier so eine Wasserpumpstation bauen. Okay. Ja, Industriegebiet, ich weiß. Jetzt machen wir jetzt erst einfach mal so nach hier und nach hier so ein Industriegebiet. Ja, aber ich war ja eigentlich gerade beim Wasser.
Okay, das haben wir jetzt schon mal. Der braucht jetzt aber natürlich Rohre. Wie verlegt man Rohre am dümmsten? Ich würde sagen, unter der Straße, oder? Würde ich einfach mal als am intelligentesten betrachten. So, wir werden jetzt einfach mal bis hier Wasserrohre hinlegen. Okay. Aber jetzt brauchen wir natürlich auch Abwasser. Abwasserrohr. Das sollte man, denke ich mal, unter diese Wasserpumpstation machen. Das muss jetzt auch wieder mittels Rohr angeschlossen werden. So. Jetzt ist... Alter, wie viele Sachen stehen hier bitte schon immer? Okay. So, also Wasser. Funktioniert hier jetzt überall. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal funktionierendes Wasser in unserer Siedlung. Ich würde sagen, wir nennen das einfach mal Siedlung, weil eine Stadt ist ja jetzt noch nicht wirklich. Was ist das hier eigentlich? Ready to Wear Limited. Ah ja, das sind unsere Industriedinger. Die wollen jetzt natürlich Strom haben. Und das hier? Ach so. Unsere Wasser- und Abwasserpumpen brauchen natürlich auch Strom. Ja, dann sollen wir uns jetzt vielleicht mal für eine Stromversorgung hier kümmern. Was ist das hier? Kohlekraftwerk? Oder Windturbine? Eine Windturbine kostet 80 pro... Unterhalt ist erstmal scheißegal. Die kostet 6000 und 0 bis 8 Dings. Und das hier, da machen wir echt ein Kohlekraftwerk hier hin, ganz ehrlich. Wir wollen einfach nach hier so ein Kohlekraftwerk jetzt. Okay, und werden jetzt Strommasten bauen. Nee, warte mal, das ist vielleicht nicht so intelligent, oder? Nein, 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 das ist auf keinen Fall intelligent, die mitten an die Straße zu bauen. Nee, 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 das ist eine dumme Idee. Ich würde sagen, wir bauen das einfach mal so und dann so. Wir bauen das einfach mal so hier außen herum. An der Stadt vorbei sozusagen. Kann man das mal so über die Straße bauen? Ja, offensichtlich kann man Strommast auch einfach so über die Straße legen. So, dadurch versorgen sich die Gebiete hier jetzt selbst, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jetzt müsste es ja eigentlich der Fall sein. Nein, ich möchte gerade eigentlich keine Straße bauen. Kann man auch irgendwie mal einfach gar kein Werkzeug auswählen? Das wäre ja mal ganz nett. So zur Abwechslung nur. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn wir sowieso schon dabei sind, müssten wir eigentlich mal unser Wohngebiet hier erweitern. So, jetzt kommt die große Herausforderung, eine zweite gerade Straße zu bauen. Ich würde sagen, wir setzen die einfach hier an. Versuchen die. Einfach möglichst exakt parallel hier zuzulegen. Ich glaube fast, dass mir das gerade gelungen sein könnte. Das sieht eigentlich gut aus. Möchte ich mal so behaupten. Obwohl. Doch, das könnte tatsächlich gerade sein. Ach nee, der will hier ja Strom haben. Ja, natürlich. Wie konnte ich das bloß vergessen? Ja, der braucht natürlich hierhin Strom. So. Zufrieden? Sehr gut. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier, ich denke mal, wir können jetzt hier einfach mal weiter unsere Gebiete machen. Das hätte ich ganz gerne tatsächlich auch noch alles... So und so.
Genauso wie das alles und das alles und das alles. Einfach mal als Wohngebiete. Die Häuser bauen sich ja angeblich von selbst. Ja, hier das Gewerbegebiet ist immer noch nicht so besonders besonders gut bebaut. Aber das ist halt jetzt gerade so. Ach ja, da wird nur noch was kommen. So, was gibt's denn noch so, was wir hier machen können? Wir könnten hier noch ein Gewerbe, ich meinte auch Industriegebiet. Wir können hier noch ein Gewerbegebiet machen. Okay, kleine Geschäfte und gemütliche Boutiquen laden die Bürger zum Geld ausgeben. Ein gering besiedelter Gewerbegebiet können die Bedürfnisse benachbarter gering besiedelter Wohngebiete decken. Okay. Das heißt, ich würde dir sagen, wir bauen einfach mal noch mehr Straßen. Weil letzten Endes, wir brauchen ja auch irgendwie Einnahmen. Gerade. Ja, sieht halbwegs gerade aus. Machen wir jetzt hier doch einfach mal so ein gering besiedeltes Gewerbegebiet hin. Na, aber vielleicht doch nicht so ganz gerade. Ist jetzt egal. Das hier ist auch noch alles Gewerbegebiet. Und das hier auch. Boah, das mit dem Bauen von geraden Straßen. Ah, hier gibt es auch schon Kreuzungen. Ein kleiner Kreisverkehr, cool. Ich würde fast sagen, es wäre gar nicht mal so dumm. Oh, die haben keinen Strom. Wieso das? Ja, wir sind immer noch nicht an den Strom angeschlossen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal von hier aus. Mache ich gerade das Richtige? Ich glaube nicht. Nein, ich mache hier gerade irgendeinen Bullshit. Vielleicht auch nicht. So. Okay, wir können auch nur ein Kohlekraftwerk bauen, wenn ich das richtig sehe. So, hier haben wir dieses Budgetmenü. Ich würde sagen, wir sollten mal das Budget für Strom einfach mal runterstellen. Machen wir mal so auf 70. Und das für Wasser auch nochmal deutlich runterstellen. Machen wir auch mal auf 70. Okay, wir sehen mal, ob das ausreicht, um den Wasserbedarf zu... Ach, hier gibt es kein Wasser. Warum brauchen die in Gewerbegebieten denn bitte schon Wasser? Mal kurz sehen hier. Ja. Das heißt, wir werden einfach mal einen Wasserrohranschluss sozusagen nach hier bauen. Ich weiß nicht, aber ich habe das ungute Gefühl, dass unsere Siedlung ziemlich krumm werden wird. Und so wie das hier gerade aussieht, würde ich mal behaupten, dass dieses Gefühl auch berechtigt ist. Aber, naja. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt. Ja, man sieht schon, dass das krumm ist. Aber scheiß drauf. So, was hatten wir eigentlich noch vor? So, jetzt hoffe ich mal, dass dieses Gewerbegebiet uns hier auch irgendwie... Gewerbegebiet hier irgendwie auch mal ein bisschen Geld in die Kassen einbringt. Weil wir haben hier Einnahmen von 108... Ah ja, wir haben höhere Einnahmen als Ausgaben. Wo kommen denn die Einnahmen her? Komisch. Na, ist ja egal. So, jetzt haben auch alle Wasser, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist doch schön. Ich würde fast sagen, wir bauen noch eine Straße hier hin. Hä, die Straße hier ist auch schief, kann das sein? Und zwar sowas von ist sie das. Ach komm, ist doch jetzt egal. Haben wir halt am Ende eine schiefe Stadt. Ist mal was Neues. Gibt's recht selten. Oh, warte, warum hatten die jetzt gerade solche Dinger? Ach, egal. Das heißt, wir werden hierhin auch nochmal es wagen, solche Wohngebiete hinzumachen.
Ja, und hier auch noch. So. Dann müssen wir das hier wieder manuell ausfüllen. Ja, das ist natürlich der Nachteil daran, wenn wir eine schiefe Stadt haben. So, wir sehen jetzt hier gerade, das ist aber stromtechnisch noch nicht ganz perfekt gemacht jetzt. Das heißt, ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal die Stromleitung hier. Ja, wir dürfen natürlich nicht außerhalb der Stadtgrenzen kommen. Ja, nee, das ist eine völlig dumme Idee. Geht das hier? Das geht offensichtlich. Und das geht auch. Wie soll ich jetzt hier rüberkommen? Ist jetzt die große Frage. So, der braucht erstmal wieder Wasser. Die Wasserrohre zu erweitern dürfte ja eigentlich einfacher sein. Ja. Die werden wir nämlich einfach hier so anbauen. Und zwar so. Perfekt. Ich glaube, die Straße war sogar gerade. Und was hat der wieder für ein Problem? Ach komm, was machst du? Was ist das hier eigentlich? Wenden, verwenden, ja, das machen wir eigentlich schon. So ein bisschen, zumindest machen wir das schon. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin ziemlich blöd, was Städtebausimulationen anbetrifft. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber. Okay. Wisst ihr, was noch blöder ist? Wir haben kein Geld mehr. Das ist auch nicht gerade perfekt. Aber wir müssen auch irgendwie Geld einnehmen. Gebäude in gering besiedeltem Gewerbegebiet. Ah ja. Denen fehlen Arbeitsstellen. Aha. Was ich jetzt mal eben kurz machen werde, ist einfach nochmal das Budget hierfür nochmal deutlich runterstellen. Und hiervon auch. Noch niedriger geht's offensichtlich nicht. Aber wir brauchen jetzt langsam mal wieder Geld. Aber ich frage mich, kommen wir denn ohne, dass sie hier Arbeiter haben? An Geld. Nicht genügend Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Aber wir müssen doch irgendwie bauen sie Straßengrenzgebiete neben ihnen ab. Ja, das kann ich schon. Bereiche. Ah ja, okay. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich habe so das Gefühl, unsere Stadt. Alter, null Einwohner. Da müssen wir jetzt mal langsam Einwohner kommen. Wieso kommt denn hier niemand? Kann mir das mal jemand sagen? Wir haben doch hier eine Anbindung zu dieser Autobahn. Dann müsste doch jetzt eigentlich doch mal jemand hier herkommen. Ach so. Ich habe eine Idee. Für die wir jetzt gerade nicht genügend Geld haben. Diese Gebäude hier finden also alle hässlich. Würde ich hierfür denn etwas bekommen? Nee. Ja, es müssen irgendwie Leute hier in unser Gebiet kommen. Ja, das bringt auch nichts, was ich hier mache. Ja, machen wir das mal. Wir haben das jetzt einfach mal gemacht.
Ich werde jetzt erstmal meine Idee hier ausführen. Und gucken, ob das letztendlich das Problem war. So, ich werde jetzt nochmal kurz hier die Strom- und Gasansicht. Strom haben wir, Wasser meine ich natürlich. Ah, ja. Jetzt kommen Leute in unsere Stadt. Strom und Wasser haben wir. Wir haben jetzt sogar schon 396 Einwohner. Ach, das ist doch geil. Ah, das war echt mein Fehler mit den Straßen. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter.